Der heutige Handelstag ist mal wieder ein Musterbeispiel, wie extrem die Märkte inzwischen geworden sind. Börse extrem, deswegen der Titel, stark steigende Preise und stark fallende Preise. Und für diese stark fallenden und stark steigenden Preise möchte ich Ihnen ein paar Beispiele heute geben. Fangen wir an mit der Bitcoin. Da sehen wir, dass hier diese Kryptowährung mal eben um 20% abgeschmiert ist. Ein bisschen viel für einen Wertspeicher, wenn Sie mich fragen. Aber das ist eine subjektive Einschätzung, gell? Wir haben es ja damit einen unglaublichen Revolution zu tun, da wird alles anders. Das ist die Zukunft überhaupt, gell? Und wer es nicht glaubt, der kommt in die Hölle oder gehört nicht zur Glaubensgemeinschaft. Jedenfalls sehen wir, es ging runter in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Mal eben, wie gesagt, 10.000 Dollar, 20%, auch andere Kryptowährungen auf der Verliererseite mit ähnlichen prozentualen Verlusten. Warum? Naja, vielleicht war einfach die Euphorie zu groß. Da wurden viele noch in den Markt gespült. Die Banken haben ihre Kursziele erhöht. 145.000 Dollar, warum nicht 400.000 Dollar? Warum nicht gleich 4 Billionen, möchte ich fragen. Ja, wir können doch da einfach entspannt ein paar Nullen dranhängen. Heutzutage doch kein Problem. Ne? Also, da ist doch alles nach oben offen. Das haben sich viele gedacht, sind da reingegangen. Und sind dann ein bisschen auf die Schnauze gefallen, auf Deutsch gesagt. Interessant ist natürlich, dass solche Kaufempfehlungen oder solche Anhebungen der Kursziele immer dann kommen, wenn die Preise schon sehr, sehr stark gestiegen sind. Als Bitcoin auf 5.000 Dollar runter ist im letzten Jahr, da gab es keine Kaufempfehlungen, da gab es keine Kurszielprognosen, die sehr weit oben waren, sondern da hat man eher gesagt, lass doch besser die Finger davon. Also es ist so typisch prozyklisch, wie hier agiert wird, auch seitens der Analystenfront. Was steigt, wird nach oben gestuft, was fällt, wird abgestuft. Das ist das ewige Muster offenkundig an den Finanzmärkten. Wir sehen hier Bitcoin mit diesem charttechnischen Retracement Levels, die hier interessant sind. Wir haben oder bewegen uns jetzt so zwischen dem 38,2er und dem 50er Retracement. Knapp über 30.000 war das Tief bisher. Wahrscheinlich kommt morgen wieder eine Rallye, wäre durchaus typisch. Aber der Anstieg war einfach zu krass, die Euphorie war wohl zu groß und vielleicht haben ein paar Wale verkauft, nämlich die Dickfische, die Early Adopters, diejenigen, die früh drin gewesen sind, die lachen sich sowieso ins Fäustchen. Das sind diejenigen, die hier die großen Profite machen, die anderen kriegen ein paar Krümel, aber die sind trotzdem zufrieden und dann ist ja alles schick, wenn alle zufrieden sind. Heute hat die FCA, die Financial Conduct Authority aus UK, hat gesagt, also wer in Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert, der kann alles verlieren. Das hat man schlau erkannt, aber es ist wohl nicht der Grund, warum heute die Kryptowährungen so stark unter Druck sind. Es zeigt aber gleichwohl, dass die Autoritäten, die Regulatoren ein bisschen genauer hinschauen werden. Darin sehe ich eines der Risiken für Bitcoin und Co. für das Jahr 2021. Dass man da durchaus denkt, okay, da könnte eine Konkurrenz kommen. Die Notenbanken wollen eine digitale Währung emittieren. Das stört vielleicht so etwas wie eine Kryptowährung. Und dann wird man dagegen vorgehen, wird vielleicht sagen, okay, ihr könnt jetzt eure Bitcoins leider nicht mehr in Dollar auszahlen lassen oder in Euro. Und schon ist die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Das ist natürlich dann nach wie vor möglich, aber sich irgendwie da einen Gegenwert zu beschaffen, wenn man Bitcoins verkaufen will. Aber es wird eben deutlich schwieriger. Die Geschichte wird eben deutlich komplizierter. Und da haben die Behörden vielleicht jede Möglichkeit, die Geschichte zumindest komplizierter zu machen, was den Investment Case dann in Bitcoin und Co. natürlich ein bisschen schmälern würde. Vielleicht ein Thema schon in 2021. Zumal, wenn die Notenpresse weiter so rotiert und die Digitalwährungen kommen sollen. Die verwandte Blase zu Bitcoin ist Tesla. Hier hat heute Bank of America wirklich ein Meisterstück geliefert. Sie haben gesagt, ja pass auf, wenn die Aktie steigt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie noch weiter steigt. Warum? Weil eben dann es möglich ist, immer günstiger an Kapital zu kommen für Tesla. Wir haben ja neulich schon gesehen, da hat Elon Musk mal eben eine Kapitalerhöhung durchgeführt, sich 5 Milliarden reingezogen. Das geht dann direkt in die Bilanz von Tesla. Die Aktie steigt trotzdem. Jetzt sind wir heute mal ausnahmsweise unter Druck, aber die Bank of America hat jetzt erstmal das Kursziel auf 900 Dollar angehoben. Das ist bisher Street High, also die höchste Einstufung der dicken, großen US-Banken.
Da ist etwas dabei, das ist so wie bei Bitcoin, wenn die Kurse steigen, werden die Kursziele angehoben, wenn die Kurse fallen, werden die Kursziele gesenkt. Insgesamt sieht man, dass Tesla jetzt so viel an Marktkapitalisierung gewonnen hat, wie kein anderes Unternehmen in der Geschichte in den letzten 12 Monaten. Auch in der Dotcom-Blase gab es solche Wertsteigerungen nicht oder solche Steigerungen von Marktkapitalisierung, nicht mal im Jahr 2000 oder im Jahr 1999. Was zeigt, dass die Verhältnisse derzeit natürlich absolut normal sind, meine Damen und Herren. Von Extremen weit und breit nichts zu sehen. Und extrem jetzt mal zum Beispiel steigende Preise. Heute ist eine Aktie mit dem Börsenkürzel SIGL, Signal, um tausende Prozent gestiegen. Jetzt mit einer Marktkapitalisierung von 421,6 Millionen Dollar. Was macht die Firma? Gar nichts. Die hat keine Umsätze. Die hat einen einzigen Mitarbeiter. Und das sind so diese Exzesse, die dann mal eben passieren, dass eine Aktie, die überhaupt nichts darstellt, oder ein Wert, der überhaupt keinen Wert hat, nach oben gegangen ist. Daraufhin hat Signal, dieser eine Mitarbeiter, hat dann einen Tweet abgesetzt. Ist ja nett, dass ihr unsere Aktie so nach oben kauft, aber es handelt sich hier um eine Verwechslung, meine Damen und Herren. Das hält auch die Investoren oder die Zocker nicht davon ab, sich hier rein zu investieren. Auslöser oder der Ursprung dieses Hypes ist ein Tweet von Elon Musk, der zwei Worte gesagt hat, use Signal. Damit meinte er wahrscheinlich irgendetwas anderes, auf jeden Fall nicht dieses Unternehmen und nicht diese Aktie des Unternehmens. Aber es zeigt, was da der Fall ist. Insgesamt sehen wir ja, dass die Amerikaner vor allem diese Penny Stocks zocken ohne Ende. Das ist sozusagen ein neues Hobby. Und jetzt kommen die Stimulus-Checks, die nächsten Stimulus-Checks. Leider nur 600 Dollar, dabei wollte doch Donald 2000 machen. Daran sieht man, wie gut dieser Donald ist, wie nett er es meint mit den Leuten, dass der jetzt dann bald nicht mehr Präsident ist. Das ist wirklich eine Tragödie. Jedenfalls sehen wir, dass diese 600 Dollar jetzt schon im Kopf investiert werden, wenn sie noch nicht da sind. Die Leute überlegen sich, was kann ich da für Aktien kaufen, was kann ich da zocken, welche Optionen kann ich auf der Longseite spielen. Möglicherweise ist es so, dass die Wall Street sich das jetzt noch anguckt. In der ersten Corona-Welle waren ja diese Robin Hooder, die alles nach oben gezockt haben, wirklich die großen Sieger. Aber manchmal funktionieren Dinge einmal, aber meistens funktionieren sie nicht zweimal. Und ich kann mir vorstellen, dass die großen Jungs an der Wall Street jetzt mal gucken, dass sie das Geld hier noch einsacken und dann mal ein bisschen Luft aus der ganzen Geschichte lassen. Wir werden sehen. Wir haben jetzt am Freitag den kleinen Verfall, also Verfall bei Optionen. Das wird ein interessanter Punkt. Wir haben einen VIX-Verfall jetzt am Mittwoch, glaube ich. Das wird ein interessanter Punkt. Da ist sehr viel Hebelung jetzt im Spiel. Da können ziemlich krasse Bewegungen entstehen. Steigende Preise, by the way, auch in Sachen Food, auch in Sachen Nahrung. Wir sehen hier mal den World Food Price Index. Und da geht es sehr, sehr stark nach oben. Das ist ein riesiges Thema. Das wird dann die Inflation ein bisschen nach oben bringen, aber es wird die Leistbarkeit von Essen für viele Menschen erschweren. Das ist ein Riesenthema. Auch in Deutschland steigen zum Beispiel die Getreidepreise deutlich an. Das dürfte in 2021 auch weiterhin der Fall sein. Knappes Angebot, Exportbeschränkungen, die Russen zum Beispiel haben solche Exportbeschränkungen für ihr Getreide, Zölle, all das verknappt das Angebot, die Nachfrage aber bleibt und das führt zu Preissteigerungen, das werden wir bald wahrscheinlich alle merken. Und die Märkte reagieren ja jetzt auf diese Erwartung, dass die Dinge irgendwie im Preise steigen werden. Man erwartet Inflation, man erwartet den Anstieg der Nachfrage, wenn diese Impfungen, naja, weit fortgeschritten sind. Und wir sehen dementsprechend, wie stark die Zinskurve sich derzeit versteilt. Also der Renditeunterschied zwischen einer zweijährigen und einer zehnjährigen US-Staatsanleihe, der ist ziemlich rapide und ziemlich schnell nach oben gegangen. Schick für die Banken, Fristentransformation, kurzfristig Geld leihen, langfristig an Kunden verleihen. Und je steiler die Zinskurve, umso besser die Marge in diesem Geschäft. Aber normal sieht man das normalerweise, wenn die Zinskurve invertiert, also negativ wird, dann folgt eine Rezession. Wenn dann die Zinskurve sich deutlich versteilt, dann bekommen die Aktienmärkte nicht selten ein Problem. Mal sehen, ob es diesmal so wird. Und wenn wir über Inflation oder Deflation sprechen, sehen wir hier mal die Performance von Deflation Assets und Inflation Assets. Was sind Inflation Assets? Also Assets, die von Inflation profitieren. Das sind Commodities, also Rohstoffe, Real Estate, Immobilien,
Tipps, inflationsgeschützte Anleihen, US-Banken, Value und The Cash. Und was sind Deflationsassets? Das sind Government Bonds, also Assets, die auch in deflationären Zeiten gut funktionieren. IG, US-IG, also Investment Grade Bonds, S&P 500, Consumer Discretionary, also Dinge des täglichen Gebrauchs und High-Yield-Anleihen. Also hier sehen wir, dass die Dinge ziemlich stark auseinandergedriftet sind. Die Deflation-Assets sind stark nach oben gegangen, jetzt aber auf dem Rückmarsch und jetzt ziehen eben diese Inflation-Assets langsam an. Insgesamt sehen wir, dass wir jetzt in den letzten Monaten die größten jemals verzeichneten Zuflüsse in die Aktienmärkte gesehen haben. Total Equity Fund Flows sind so krass, so extrem gewesen wie noch nie. Wenn man unten diese Grafik sieht, dann ist das die Relation im Vergleich zum Geld, das im System ist, also zu den verwalteten Geldern. Und da sehen wir, dann ist das gar nicht mehr so viel. Das zeigt aber nur, dass eben so immens die Dinge sich ausgeweitet haben, im Mindesten was die Finanzmärkte betrifft. Und insgesamt erwarten jetzt die Märkte, ja, es könnte sein, dass die Fed dann doch im zweiten Halbjahr 2023, ist noch ein bisschen hin, aber dass sie dann die Zinsen anhebt. Ich weiß nicht, ob es jemals möglich wird, die Zinsen nochmal anzuheben, solange eben die Verschuldung so extrem weiter wächst. Das wird sicherlich nicht ganz einfach. Kommen wir abschließend zu der Politik, meine Damen und Herren. Wir sehen hier Sid Donald, der vielleicht, so heißt es, heute eine Pressekonferenz machen will, wo er über Big Tech sprechen wird. Er ist ja durchaus leicht angesäuert durch den Bann, durch Twitter, Facebook, wie sie alle heißen. Alle haben ihn jetzt gebannt und das macht die Geschichte nicht einfacher, denn man weiß nicht, was der Donald jetzt denkt, was da in seinem Kopf vorgeht. Merkel hat übrigens diesen Twitter-Bann kritisieren lassen heute durch ihren Pressesprecher oder Regierungssprecher Seibert. Sagt, sie findet sie nicht so gut. Die Frage ist ja insgesamt schon, nach welchen Kriterien wird hier vorgegangen? Das ist eine legitime Frage, die natürlich jetzt den Tech-Unternehmen vielleicht noch ein paar Probleme bereiten wird. Jedenfalls wollen die Demokraten jetzt impeachen. Sie sagen, selbst wenn das jetzt erst nach der Amtseinführung dann von Biden irgendwie greifbar würde, man würde damit aber verhindern, dass Donald nochmal dann US-Präsident wird. Und wie hier Pat Buchanan feststellt, die Republikaner sind gespalten, oder wir sehen bereits, dass die Republikaner eigentlich schon zwei Parteien sind. Einmal die Trumpisten, einmal diejenigen, die sagen, nee, das geht gar nicht. Jedenfalls ist die politische Karriere von Donald Trump nach meiner Auffassung vorbei, denn viele, die gemäßigt sind oder die sagen, ja, ich fand den Trump okay, weil er bestimmte Werte vertritt, die ich gut finde, ihn selber finde ich gar nicht so toll, aber sei es drum, die haben jetzt für Trump ein absolutes No-Go ausgesprochen und das gilt auch für die Wall Street, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir das jetzt schon. Zum Beispiel das Washington Monument geschlossen wird bis 24. Januar, also bis nach der Amtseinführung von Joe Biden, weil man sagt, es gibt hier Berichte über soziale, oder man weiß durch soziale Netzwerke, sofern da überhaupt noch was passiert. Parler wurde ja auch erstmal gecancelt durch Amazon jedenfalls, dass da hier massive Störungen bei der Amtseinführung passieren sollen. Dementsprechend ist so ein bisschen Terrorgefahr. Das ist sozusagen das, was jetzt, auch als politisches Risiko bezeichnet werden könnte. Man weiß A, nicht mehr, was im Kopf von Donald vorgeht. Sonst bei jedem Tweet wusste man, okay, so tickt der Donald derzeit. Und B, weiß man nicht, ob diese Kreise, die letztendlich auch diese Stürmung des Kapitols ganz schick fanden, ob die nicht weitere Planungen haben. Jedenfalls die Wall Street sagt, jetzt ist Ende, entzieht vielen oder entzieht denjenigen Republikanern die finanzielle Unterstützung, die eben das Wahlergebnis angezweifelt haben und danach geblieben sind oder dabei geblieben sind, auch nach dem Sturm auf das Kapitol. Und hier zum Beispiel Dow ist eine Firma, Dow Chemical. Wir sehen aber auch, dass Morgan Stanley jetzt die Reißleine gezogen hat. Die anderen werden sehr zurückhaltend sein. Also die Finanzierung für diejenigen, die es mit Trump halten, die wird deutlich schwieriger. Auch die Veröffentlichung ihrer Meinung wird deutlich schwieriger, wenn eben jetzt die sozialen Medien da die Tür zugemacht haben. Und vielleicht mal abschließend noch ein Blick nach Deutschland, habe ich heute im eigenen Leib erfahren, die Plattformen für digitales Lernen total überlastet, da geht überhaupt nichts mehr. Meine zwei Jungs standen dann
davor und nichts ging. Da ist also mal wieder ein Hohelied auf die deutsche Infrastruktur in Sachen Digitalität zu singen. Das aber nur abschließend, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend. Es ist normal, wenn die Dinge extrem sind. Dementsprechend gewöhnen wir uns auch an Extremismus. Das gilt politisch wie auch für die Märkte. Ich wünsche das Allerbeste. Servus und ciao.